herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal. Ich bin die letzten Tage mal unterwegs gewesen und mit meinem Kyosho Inferno und wollte einfach mal ein paar Bilder nochmal neu machen, mal kleine Filmaufnahmen beim Fahren und habe die GoPro oben drauf gepackt. Habe dann aber hinterher bei den Videos festgestellt, beim Anschauen, dass es doch sehr, sehr dolle verwackelt ist und dass einfach keine gute Qualität war. Deshalb habe ich mal im Internet geforscht und bin dann auf dieses gute Stück gekommen. Ein Dreiecks-Gimbal von FireTech für die GoPro Hero 4, 3 Plus und für die 3. So, und da ist mir das dann in den Gedanken gekommen, dass ich einfach mal gucke, wie teuer das ist. Habe mir das dann gleich bestellt und mache hier heute einfach mal das Unboxing-Video dazu. Da wollen wir einfach mal loslegen. Bestimmt mal so ausgepackt, aber die Originalfolie ist halt noch drum. Ich habe noch nichts gemacht. Jetzt mal anschauen. Ich hoffe natürlich auch, dass das dann funktioniert. Wie gesagt, so einfach mal auf dem Auto drauf. Der ist normalerweise dafür da, um für Helmfahrten beim Skifahren oder auch beim Fahrrad, beim Mountainbiken, soll das Ding echt gut sein. Und ich will es einfach mal probieren und das auf meinen 1.8er Kyosho Inferno drauf machen, um da mal so ein paar Highlights zu filmen, einfach mal um ein ruckelfreies Bild auf der Straße zu bringen. Dazu schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So, das ist das schon. Jo, wie zu sehen. Hardcase-Box mit dem Logo drauf, firetech.com. Schön Carbon Obermaterial. Und dann schauen wir mal rein. So, da ist er. Hier ist der Gimbal. 3 Achsen. 3 Servomotoren. Das funktioniert bestimmt sehr, sehr gut. Wie gesagt, dazu gibt es einmal den Gimbal selber. Dazu noch 4 Akkus. Und noch die Ansteckmodis für die Übertragung für den normalen GoPro, für die normale GoPro-Halterung. Normalerweise ist da ja auch das Schraubgewinde für da, um den an einem Stativ anzuschrauben beispielsweise. Ich werde den aber auf jeden Fall für das Wichtigste bei mir aufs Auto schrauben und dazu den dann hier hinten befestigen. Kann man gut sehen, hier sind 2 kleine Schrauben, da kann man den dann festmachen, unten drunter kann man den auch festmachen, wie man den gerade haben möchte. So, dazu alles ordentlich in der schönen Box drin, haben wir hier oben noch einen Reißverschluss, da sind auch nochmal viele Ersatzteile drin, Aufladegerät, wie man den steuert, man muss den auf dem Computer kann man den nochmal austarieren, kann man sich eine kleine Wasserwaage drauflegen und dann ist er richtig austariert und GoPro-Halterung. Ganz normal. Dann die Halterung selber, wo man die GoPro mit festschrauben kann. Verschiedenen Schraubenlängen. Das ist auch ganz gut dafür, denn ich habe mir ja für meine GoPro Hero 3 Plus ein Display hinten bestellt, weil ich eine Zeit lang keinen Code mehr hatte dafür, um die über WLAN, über das Handy sichtbar zu machen. Und ja, habe ich mir einfach das Display dazu gekauft. Soll auch funktionieren in beiden Seiten. Wie gesagt, da gibt es einmal hier die kurzen Schrauben und dann gibt es dazu nochmal extra die längeren Schrauben, um den mit dem Monitor einfach auch festzuschrauben. Dazu haben wir noch die ganz kleinen Schräubchen hier, um dann die Halterung auch anzuschrauben. Bedienungsanleitung nochmal in Chinesisch und mit Sicherheit in Englisch. Jo, in Englisch auch.
Einmal die. Chinesisch, Englisch. Ist völlig egal erstmal, weil ich denke mal, da wird sich vieles allein ergeben. Garantiekarte noch. Ist okay. Wie gesagt, das war's. Schönes Ding. So. Dazu dann einfach nochmal die andere Tüte öffnen. Anschlusskabel, USB-Kabel zum Aufladen, der Stick, um den mit dem Computer zu verbinden. Diverse Halterungen nochmal für die GoPro, um die aufzusetzen, aufzukleben. Drei Klebepads. Jo, das war's. Dann schauen wir erstmal weiter auf die andere Kameraposition und dann werden wir mal weiter drauf eingehen. So, da sind wir wieder. Zum ersten natürlich erstmal die Akkus einsetzen. Dazu einfach hier hinten das kleine Rädchen aufdrehen. Und den vorsichtig runternehmen. Und dann Akkus reinsetzen. So, die beiden Akkus kann man nochmal genau sehen. Das sind die originalen von FireTech, die IMR 16340 mit 650 mA, 3,7 Volt. So, die werden wir jetzt mal dort einsetzen. Und den Deckel wieder drauf schieben und festschrauben. So, fest. So, dann werden wir jetzt mal die GoPro drauf schrauben. Einfach so rein. Und mit den Halterungen, mit den langen Schrauben, das unten und oben fixieren. Und dann schaut das so aus. So, und nun zeige ich euch mal, wie man das einfach mal hier ganz kurz festschraubt. Da hat man hier hinten, wie gesagt, am Anfang diese Halterung, kann man dort anschrauben. Es ist kein Plastik, das ist schon Gussaluminium ähnliches. Das schraubt man einfach hier drunter. Den Schrauben. Schön gleichmäßig festschrauben und dann stellen wir mal aufs Auto. So, dann machen wir einfach mal ganz kurz an. Einmal ganz kurz 2 Sekunden drücken, dann sind wir in der Ausgangsposition und springen gleich einfach mal rüber in den Lock-Mode. Einfach mal, um kurz das zu demonstrieren, wie das denn aussehen kann nachher auf dem Auto, wenn das fährt. Das bedeutet, dreimal hintereinander drücken und dann kann man schon sehen, dass der Fokus von dem Gimbal oder jedenfalls von der Kamera immer gerade bleibt, immer im Fokus nach vorn. Bedeutet auch, das kann ich nachher nochmal im Video zeigen, im nächsten Video, wie die Kamera sich dreht, wenn das Auto sich dreht und auch wenn das Auto sich gewendet hat. Von daher mehr dann im nächsten Video und bis dahin viel Spaß noch und macht's mal gut. Tschüss.